Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, wir befinden uns noch im Monat Ramadan und haben noch die Möglichkeit, uns voll diesen Monat hinzugeben und davon auf persönlicher wie auch auf gesellschaftlicher Ebene zu profitieren. Und wir alle kennen den Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Buniya al-Islamu ala khams, shahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan rasulullah, wa iqami salati, wa ita'i zakati, wa hajjil bayti, wa salami Ramadan. Wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam die fünf Säulen des Islams beschreibt und unter ihnen Saum Ramadan auch erwähnt. Und das Fasten eines Monats ist nicht nur eine persönliche Handlung, sondern eine gesellschaftliche Handlung. Selbst in Zeiten von Quarantäne und Corona und so weiter ist es immer noch etwas, was einen gesellschaftlichen Faktor zumindest hat. Und Allah Ta'ala sagt genauso in Surat al-Baqarah, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hier wird auch der Plural angesprochen. Also, o ihr Gläubigen, euch wurde das Fasten vorgeschrieben, wie es denen vor euch vorgeschrieben wurde, auf dass ihr gottesachtsam sein möget. Das heißt, hier wird eine Gruppe angesprochen und eine Gesellschaft wird geformt durch diesen Ramadan, indem wir unseren Nefs erziehen. Ramadan und das Fasten hat natürlich einen individuellen Nutzen, wie das Körperliche und Geistige. Es hilft natürlich, also Ramadan ist eine schöne Art und Weise, den Körper auch etwas zu entgiften, vorausgesetzt, dass wir am Iftar nicht dann wieder denselben Müll zu uns nehmen, sozusagen. Und geistig hat es für uns natürlich den Nutzen, dass wir uns selbst erziehen. In einem Hadith sagt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, As-siyamu la riya'a fih. Also das Fasten enthält keine Art von Augendienerei. Denn das Fasten ist keine Sache, die man mit dem Auge sehen kann. Solange eine Person nicht sagt, dass sie fastet, existiert sie einfach vor sich hin, läuft, spricht, sitzt und steht. Das heißt, es ist eine Sache, die kein Riya enthält. Solange man natürlich nicht aktiv sagt, ich habe gefastet oder ich faste und so weiter. Qala Allahu Ta'ala, der Prophet sagt im Laufe des Hadithes, also das Fasten enthält keine Augendienerei. Allah sagte, Huwa li wa ana ujzibe. Es ist für mich und ich belohne es. Also das Fasten ist eine Sache, die wir einzig und allein für Allah machen und dementsprechend belohnt es Allah. Zum gesellschaftlichen Nutzen des Fastens gehört, was wir aus dem folgenden Hadith lernen. Und zwar, As-siyamu junnatun, fa-idha kanu yawmun sawmi ahadikum, fa-la yarfuth, wa-la yaskhab, fa-in shatamahu ahadun, au qatalahu, fa-liyakul inni sa'im, inni sa'im. Das Fasten ist ein Schutzwall. Ein Schutzwall wovor? Vor Problemen, vor Konflikten mit anderen. Und da kommt eben diese gesellschaftliche Perspektive von Ramadan und des Fastens ins Spiel. Der Prophet s.a.w. sagt weiter, فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الصَّوْمُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ. Wenn ihr also fastet, dann sprecht nicht auf eine schändliche Art und Weise, وَلَا يَسْخَبْ. Und der Fastende soll auch nicht herumschreien und sich streiten. فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدْ أَوْ قَاتَلَهُ. Wenn also jemand anfängt, ihn zu beleidigen oder ihn zu bekämpfen auf irgendeine Art und Weise, فَلْيَقُلْ إِنِّي سَائِمْ إِنِّي سَائِمْ. Dann soll er sagen, ich faste, ich faste. Das heißt, das Fasten schützt uns vor diesen Konflikten und lehrt uns den Sabr, sozusagen wie wir ein richtiger Zen-Master sind und Sabr haben gegenüber falschem Verhalten und nervigem Verhalten und auch ganz einfach unanständigem Verhalten. Da wir beim Fasten lernen, selbst unsere eigenen Güter nicht zu benutzen, das heißt, unseren eigenen Besitz, das, was wir im Kühlschrank haben, essen wir nicht einmal. Wir nehmen nicht mehr das Wasser von der Leitung. Nichts, also wir halten uns komplett zurück. Dadurch lernen wir, auch unsere Hände vom Eigentum anderer zu lassen. Unseren Hirs oder Ihtiras, sagt man, also diesen Ehrgeiz oder diese, dass man immer danach trachtet, das zu haben, was andere haben. Das heißt, wenn wir im Ramadan wirklich innerlich und äußerlich fasten, dann lernen wir, wie wir uns davon fernhalten, von unseren eigenen Sachen in erster Linie, aber darüber hinaus auch über das ganze Jahr und in unserem ganzen Leben uns vom Eigentum anderer fernzuhalten und kein Auge mehr drauf zu haben. Der Prophet s.a.w. sagt, Izhad fi dunya yuhibbaka Allah, wa izhad fi ma fi aydin nas yuhibbuk. Sei enthaltsam in der Welt, so liebt dich Allah, und sei enthaltsam im Hinblick auf das, was in den Händen der Menschen ist, so lieben sie dich. Das heißt,
Dadurch, dass wir diesen Sucht, diese Enthaltsamkeit lernen, tragen wir auch zur Liebe, zur Harmonie in der Gesellschaft bei. Ramadan ist natürlich auch eine Zeit der finanziellen Ibadas, wie mehrmals erwähnt. Viele zahlen ihre Zakat in diesem Monat, was auch eine Art gesellschaftlicher Support ist. Zakatul Fitr genauso ist eine Speisung für die Armen und eine Reinigung für den Fastenden von seinen Fehlern. Und auch freiwillige Sadaqat werden gegeben. Und wir sollten natürlich unseren Beitrag in unserem möglichen Rahmen leisten, um eben das zu bezahlen, auch mitzumachen. Wenn wir Zakat zu zahlen haben, natürlich sobald wie möglich unsere Zakat auch abzugeben. Und dadurch unterstützen wir eben die Schwachen. Und das ist auch einer der gesellschaftlichen Nutzen von Ramadan. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghayra annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi shay'a. Derjenige, der den Fastenden speist zum Fastenbrechen, kriegt denselben Lohn, ohne dass von seinem Lohn etwas genommen wird. Das heißt, wir geben Essen aus und kriegen davon auch noch die Belohnung, als hätten wir doppelt gefastet. Also im Ramadan müssen wir sowieso alle fasten. Aber wenn wir fasten und dann noch Fastende speisen, so haben wir eben diese doppelte Belohnung. Oder je nachdem, wie viele wir speisen, noch mehr Belohnung. Alhamdulillah, wie in einem anderen Video bereits erwähnt, haben wir im Laufe der Lebensmittelkampagne über 110.000 Pakete sammeln können, die an Bedürftige in verschiedenen Ländern verteilt wurden, mit denen gerade eben die Fastenden Sahur machen und ihren Iftar machen. Das heißt, das Fastenfrühstück wie auch das Fastenbrechen damit machen. Und das ist inshallah eine sehr, sehr große Lohnquelle für uns. Und das gilt aber natürlich auch für Einladungen, also nicht nur an Bedürftige, aber auch wenn man einfach Freunde einlädt, Familie einlädt und ihnen Essen macht oder Essen serviert zum Fastenbrechen. Das trägt einfach dazu bei, dass die Liebe untereinander sich noch vermehrt. Der Prophet s.a.w. empfiehlt auch für denjenigen, dem ein Essen zum Fastenbrechen serviert wurde, dass er sagt: Aftara indakum as-sa'imun wa akala ta'amukum al-abrar wa sallat alaykum al-malaika. Also mögen die Fastenden bei euch ihr Fasten brechen und mögen die Frommen von eurem Essen essen und mögen die Engel für euch Bittgebete sprechen. Und das ist auch eine sehr schöne Art und Weise, einfach Dua zu machen für den Gastgeber, sodass eben dieses Miteinander sich dadurch nochmal verstärkt. Was für einen gesellschaftlichen Nutzen hat Ramadan noch? Ramadan ist ein Mindset-Training. Allah Ta'ala sagt: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Allah möchte durch euch Vereinfachung. Und er möchte nicht durch euch die Erschwernis. Das heißt, das wird im Kontext von Ramadan erwähnt. Und dadurch, dass wir unseren Charakter im Ramadan erziehen, tragen wir zur Erleichterung bei in der Gesellschaft. Dass wir Leuten es leicht machen, indem wir unseren Charakter einfach weniger anstrengend gestalten. Sozusagen. Dass wir uns selbst so erzogen haben, dass wir anderen Erleichterung in ihr Leben bringen. Und keine Erschwernis. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةِ. Auf dass ihr die Zeit vollendet, sagt Allah Ta'ala. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. Und dass ihr Allahs Größe lobpreist dafür, wohin er euch geleitet hat. وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Und auf dass ihr dankbar sein möget. Das heißt, wir sollten uns jetzt so verhalten, als sei es unser letzter Ramadan, und den vollen Nutzen daraus ziehen und nochmal in uns gehen und schauen, ob ich mehr einen Fokus auf den Iftar habe, mehr einen Fokus auf Sahur habe oder wirklich auf die innere und äußere Dimension von Ramadan. Und in unseren Fiqh-Werken, also in unseren Werken für islamische Jurisprudenz, wird immer erwähnt, dass eine Frau, wenn sie zu Hause Essen macht und der Mann sehr mürrig ist, das heißt, sich immer über das Essen beschwert und so weiter, darf sie sogar vor dem Fastenbrechen vom Essen, also probieren, sie muss natürlich wieder ausspucken, und das ist dann sozusagen erlaubt für sie. Und das ist überhaupt traurig, dass das einen Eingang in unsere Werke gefunden hat, einfach weil viele Männer sich nicht zurückhalten können. Also was ist das für ein Fasten, wenn wir die ganze Zeit für Allah gefastet haben, aber dann, weil ein bisschen Salz im Essen fehlt, unsere Frau anschreien. Oder umgekehrt geht es natürlich auch, meistens ist aber andersrum der Fall. Wir sollten also die innerliche, wie auch die äußerliche, die individuelle, wie auch die soziale Komponente von Ramadan inshallah voll ausleben. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.